Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei der Lego Movie, das Videogame. Angriff auf Wolkenkuckucksheim. Ja, machen wir das jetzt einfach mal. Wenn wir die Ladesequenz überleben. Hallo, ich bin Emmett. Nun, ich für meinen Teil freue mich sehr darauf, gemeinsam mit euch in den Octane Tower einzudringen, den Craggle zu finden und dann setzen wir das Ding auf das Ding. Ich weiß, das wird ziemlich schwer, aber... Ziemlich schwer? Dir den Hintern mit einem Haken als Hand abwischen ist ziemlich schwer. Das hier ist unmöglich. Wenn er es für eine gute Idee hält, an diesen heillosen Ort zurückzukehren, besonderer... Welche seiner Ideen sollte besser sein als die Ideen von Hunderten unserer gefallenen Meisterbauerbrüder? Also, genau genommen bin ich noch gar kein Meisterbauer. Was? Bitte, Leute, bitte mal Ruhe! Unfug! Ja, es stimmt schon. Ich bin vielleicht kein Meisterbauer. Und auch nicht besonders erfahren als Kämpfer oder Anführer oder große Pläne schmieden. Ich weiß, was ihr denkt, dass ich als Anführer die unqualifizierteste Person der Welt bin. Und ihr habt recht. Und sollen wir uns jetzt besser fühlen dadurch? Ohne mich, Herrschaften. Ich mach mich davon. Ihr seid doch nicht zu retten. Warum geht ihr alle? Hey, Leute. Wir schaffen das doch. Oder? Schlimmer kann's ja nicht mehr werden. Hab mich geirrt! Aber jetzt sind wir in Sicherheit. Hey! Emmett! Was war das? Ja, ich sollte jetzt mal auf die... Los, wir haben Leute zu... Ja, lange Zwischensequenz gesehen. Ja, hat sie auch gesehen, dass die Meisterbauer von der Idee des Emmett, weil er ja kein Meisterbauer ist, nicht gerade sehr begeistert sind. Haben natürlich auch uns jetzt viele Sachen geworfen. Ja. Jetzt sieht es nicht mehr so schön aus hier. Vielleicht gibt es da oben über uns ja Wasser. An der Arbeit. Was bedeutet das? So, jetzt treffen wir auch endlich mal auf Micromanager. Der ist ein kleiner Manager. Wenn ich das so richtig noch aus dem Englischen weiß. Was macht der da? Nein, verdammt. Ja, jetzt kommt er nicht mehr rüber. Und zack, jabber. Passt auf den Laser auf. Der hey, schneidet ist ja noch einer. Durch goldene Legosteine. Wow, danke. Wieder einer weniger und siehe, da waren es nur noch 70. Linken. Ehrengast übrigens. Ja, das Feuer geht aus. Los, Beeilung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob auch hier im Spiel... Hey, kann mir jemand hier helfen? Aber wie im Film auch Lando Calrissia und Hans Solo und C-3PO vorkommen. Gab's im Film auch die sprechenden Leute. Könnt ihr mir helfen? Nicht ohne einen Bohrer. Keine Sorge, Leute, ich finde einen.
Gut, dann werde ich so lange hier wohl ein bisschen schmökern. Dir zu helfen? Will ich eigentlich gar nicht. Weil ich kann Batman nicht leiden, wenn er mit White Side befreundet, zusammen ist. Genau. Moment. Hinter der Mauer, da ist ein Geheimgang. Bitte so gut mit dem Klopfzeichen. Scheint, als wäre er nicht mehr so geheim. Ne? Gut. Ich habe hier mich jetzt auch 8-mal Punktzahl, also erst hatte ich den 2-mal roten Stein, dann den 4. Ja. Irgendwann ist es auch einfacher hier der Besondere zu werden. Weil es gibt dann auch diesen schönen Erfolg, wenn man jeden Level der Besondere hat, also im Einzelspieler, kriegt man einen Erfolg. Ja. Natürlich nur im Einzelspieler Coop-Modus, also wenn ich immer mitspielen würde. Es sieht leider nicht so gut aus für denjenigen. Oder für diejenigen, besser gesagt. Hey, das ist Emmett. Das ist Emmett und Emmett hat ein Problem. Ich sehe Emmett. Er wird von einem Micromanager festgehalten. Oh ja, dieser Gag muss jetzt einfach mal sein, weil da irgendwie viel nicht passt irgendwie. Ja. So, jetzt noch schnell die 10.000 losgeholt. Wildstyle! So, jetzt haben wir den noch hochwechseln. Wie praktisch, dass er mal seinen Schraubenschlüssel und seinen Bohrer dabei hat. Wie schön. Jetzt wähle ich erstmal wieder Wildstyle aus. Emmett, pass auf den Laser auf! Weil ich möchte die gerne spielen. Wie gesagt, ich bin irgendwie leicht und tief verliebt. Natürlich ist es jetzt nur. Ist nicht ernst gemeint. Emmett, kannst du hier zu Batman durchkommen? So. Klar! Wisst ihr was? Ich hab's mir überlegt. Ich warte bis noch mehr Schurken kommen. Swatterbocker. Nee, ich brauche Emmett. Emmett. Wenn ich zu tief bohre, schrei einfach! So geht es jetzt mit mir zu Ende. Danke, Emmett. Gut gemacht. Los, wir müssen Einhorn-Kitty finden. Hilfst du uns auf diesen Vorsprung rauf, Baby? So, wie kommen wir denn jetzt hoch? Na, hier kann es irgendwie nicht weitergehen. Wozu bin ich da auch hochgekommen? Ach, vergiss es. Da kommt man irgendwie, habe ich so das Gefühl, nicht mehr hoch. Vor allem, man sieht das auch sehr schlecht. Ich geb's auf. Toll. Wird da kann aber nicht angezeigt werden, habe ich so das Gefühl. So, jetzt war mir jetzt. Ah, okay.
So, jetzt werden wir erstmal wieder aus, weil wir sind ja Meisterbauer. Aber erstmal will ich da reinbauen. Kann es sein, dass da irgendwas ist, was wir brauchen? Zum Beispiel eine Sprungmöglichkeit. Ja. Mal gucken, ob jetzt schon. Nein, das sind immer noch zwei. Hm. Nützt ja nichts, wenn ich bloß nach oben gehe, sie müssen ja auch die anderen mit hoch. Wildstyle, schau, ob Einhorn Kitty da oben ist. Ist sie nicht? Moment, ich suche euch einen Weg nach oben. Ah, hier ist was. So. Ah, jetzt können wir auch drei Sachen auswählen. Ist klar. Okay, wie sollen die anderen noch hochkommen? Die können nicht hochspringen. Sind ja keine Frauen. Okay. Wie ein Aufzug. Okay. Wie sollen wir Einhornkitty jetzt finden? Ich glaube, die Frage muss lauten, wie überleben wir die nächsten 10 Sekunden? So, jetzt brauchen wir dafür Batman. Ah, die. Ah, jetzt, okay. Micromanager. Müssen wir jetzt erledigen. Okay. Dann machen wir das dann vorher. Ah, merkt man eigentlich schon diese 8-mal Punkte. Ja, jetzt habe ich schon 500.000, meine Schulden. Ja, macht sich schon bemerkbar. Jetzt können wir den angreifen. Das gesehen? Wir stehen direkt neben dir, Mann. Ich glaube, wir sollen in seinen Rachen gehen. Genauso wie bei den Löwen. Dann sollten wir das auf jeden Fall tun. Wenn ich als Vogeldreck ende, dann werde ich sauer. Das ist jetzt irgendwie nicht so gut. Naja. Ruhig bleiben. Einhorn Kitty kann dich wieder rausholen.
Ein Sonnenspeicher? Ich mach's jetzt einfach mal. Kann ja nicht falsch sein. Jo. So. Kann mir jemand ein paar lose Steine finden? Ich würde selbst suchen, aber ich sehe ja nichts. Wartet hier. Ich gehe über diesen sicheren Weg hinüber zu Einhorn Kitty. Schießen. Probier's mal. Weil sobald man rausgetränkt wird, darf man von vorne anfangen. Das brauche ich ja jetzt. Hier sieht man's ja. Sonst können die anderen Typen von da drüben nicht mit rüber. Los, spring drüber! Ja, und ich sollte lieber nicht runterspringen. Das kommt wirklich gut an. Wenigstens werde ich gleich wieder da gespawnt. Ich kann diesen Micromanager nicht leiden. Lasst mich den Raketenstuhl richten! Wie das so ein Bug drin. Welche? Können wir nicht einfach alle Freunde sein? Was machen die nur mit meinem Zuhause? Die Typen da hinten könnten auch ruhig mal mitkämpfen. Ich will durch die Gegend rumrennen. Warum versuchst du sie da nicht zu stoppen? Was, wenn sie mir wehtun? Ich mag es nämlich nicht, wenn man mir weh tut. Denn dann werde ich böse! Ah! Okay, machen wir. Schnappen wir sie! Oh, das sieht jetzt auch richtig geil aus. Ja, der Angriff, der hat was. Den Micromanager, den habe ich auch aus bei mir mitstehen als Lego-Modell. Der ist nämlich zusammen Eisbart-Duell. Danke.
Und jetzt baue ich uns ein magisches, funkelndes Regenbogenkatapult, das uns alle hoch zum Micromanager katapultiert. Ich weigere mich. Nein, ich will doch jetzt nicht, dass sie wieder zornig wird. Ich will, dass sie das zusammenbaut. Okay. Ah, hier vorne, okay. Ja. Ist er irgendwie jetzt unfähig, darüber zu gehen oder was? Bei 2 sein, dass er da auch kommt. Sollte mal aber oben drauf, ja, weil. Und da fliegt er. Du musst in sein Gehirn bohren. Widerlich. Mann, es ist ein Computerhirn. Ach ja, richtig. Hier. Oh, seht mal, was da für cooles Zeug drin war. Notausgang geht's hier die Treppe rauf. Du meinst die Treppe hinter dieser riesigen Feuerwand? Ja? Jetzt müssen wir die Rakete da zerstören an der goldenen Stelle. Für was auch das jetzt gut sein soll. Kommt schon. Wir müssen das Feuer löschen. Ja, wir machen das Feuer löschen. Keine Sorge, die Tour gibt's. So, nur noch richtig drauf ziehen. Ja, okay, als Feuerwehrmann. Wäre ich glaube da nicht so gut, wenn ich so lange bräuchte, Feuer zu löschen. So, aber jetzt kann ich schon durch. Brauche ja nicht mehr das Ganze löschen. Ah, dann löschen wir doch lieber das ganze Feuer. Kann keiner sagen, ich hätte das Feuer nicht gelöscht.
So, jetzt machen wir noch die restlichen zwei fertig. So, und dann mal gucken, was wir da für die Aufgabe bekommen. Noch ein Micromanager! Wenn wir die goldene Kuppel zerstören, kann ich die Regenbogen-Lego-Steine darunter verwenden. Ja. Das Gebäude hat ein Gehirn. Ja, Junge. Kann ich jetzt sagen? Lass dich nicht so austricksen. Ja, jetzt ist's okay. Das ist doch kein richtiges Gehirn, Dummchen. Und los geht's! Los, wir müssen Emmett hier rauskriegen. Können wir nicht was bauen? Hey, ich bin Ben, der Astronaut. Und ich kann ein Raumschiff bauen. Aufgepasst. Raumschiff, 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 Raumschiff. Das geht nicht. Der Himmel wimmelt vor Feinden. Schon gut. Ich wollte eigentlich eh kein Raumschiff bauen. Was soll's? Wo können wir hin, wo man uns nicht findet? Vielleicht könnten wir hier unter Wasser. Vielleicht könnten wir unter Wasser gehen. Tolle Idee, Baby. Danke, Batman. Deine Ideen sind die besten. Hey, ich hab das zuerst gesagt. Wir könnten ein U-Boot bauen. Ein Bat-U-Boot. Patent angemeldet. Mit Regenbogen. Und Traumfänger, falls wir einschlafen. Wie ein Unterwasser-Raumschiff! Ihr könnt nicht alles auf einmal bauen. Bereit, los! Okay. Ja, den Batman kann ich nicht leiden. Okay, damit abgeschlossen. Ja. So bleibt, sage ich jetzt schon mal. Sehen wir uns dann beim nächsten Part. Und die Macht ist mit euch. Immer. Und